Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann. Live hier in unserer XX Lounge, wo jeder vorbeikommen kann, jeder mit den Leuten reden kann, zuhören kann über das, was wir am Tag erlebt haben und was man noch erleben kann, denn wir suchen immer Filme raus, die man auch noch sehen kann. Uns ist ja ganz wichtig, Ihnen noch eine Empfehlung zu geben in diesem riesen Dschungel von Filmen. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, hatte schon seine Premiere, ist aber noch zweimal zu sehen, kommt hoffentlich in Deutschland auch wieder ins Kino. Auch der Erstling, der Regie Erstling von dir, ist ja hier bei uns gelaufen. Er ist natürlich erstmal als Schauspieler total bekannt, hab's vorhin schon mal gesagt. Also wenn man mit Kommissar Rex ermittelt hat als Stockinger, dann ist man eben Teil der Familien, und zwar vieler Familien über Generationen weg, weil die Eltern freuen sich, wenn die Kinder das mögen, und das geht dann immer weiter. Super, mit sowas erstmal richtig bekannt zu werden. War aber eben zum Beispiel auch in dem Oscar-gekrönten Die Fälscher zu sehen, mit einer, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Rolle. Ist aber inzwischen eben auch ein bemerkenswerter Regisseur. Atmen kam ins Kino 2011 als Regie Erstling, und hier hat sein zweiter Film eben seine zweite Regiearbeit Premiere erlebt. Super, wir freuen uns sehr, dass heute bei uns ist Karl Markowitsch aus Wien. Hallo. Hallo, danke schön. Dieser neue Film von dir, Superwelt, ist ganz anders als Atmen. Da ging es ja wirklich um diesen Jungen mit Atemnot, und das war ein sehr stiller Film, ein Film, der ganz nah dran war auch an diesem Jungen. Jetzt haben wir zwar auch eine ganz zentrale, ganz machtvolle, eindrucksvolle Hauptfigur, aber die Perspektive wird weiter, wird buchstäblich, also vielleicht sogar göttlich. Wir sollten diese Frau erstmal beschreiben. Superwelt spielt im Supermarkt, hat eine super Hauptdarstellerin, und diese Frau tippt erstmal, macht ganz normal ihren Job. Und was passiert dann? Ich weiß gar nicht, ob du so genau sagen kannst, was mit ihr passiert. Sie weiß es ja eigentlich auch nicht. Ja, es lässt sich schwer beschreiben, aber im Grunde genommen geht es um einen Menschen, der plötzlich von Gott angesprochen wird. Nur wir hören den Gott, diesen Gott nicht im Film, den hört offensichtlich nur unsere Hauptdarstellerin. Sie antwortet ihm, sie spricht mit ihm, und vor allem, sie wirft ihr Leben über den Kopf, sie selbst, nicht mal Gott in dem Sinn. Und über dieses Ereignis findet sie dann kurioserweise aber genau dorthin zurück, wo sie eigentlich am wahrhaftigsten ist. Das sind jetzt sehr große Worte, ja. Darum mache ich auch Filme. Wenn ich es erzählen würde, wird es wahrscheinlich auf die Dauer langweilig werden. Ja, aber es sind ja auch die großen Dinge, die da verhandelt werden. Also das ist die Frau im Supermarkt, die also ein ganz normales Leben führt, nicht? Also Mann, Kind, das ist alles so ein kleines Häuschen, alles ist wunderschön. Und dann kommen diese Stimmen, vielleicht ist es aber auch alles nur, das bleibt ja bei dir so schön offen, vielleicht auch eine Wahnvorstellung, vielleicht ist es alles nur eine Projektion. Die Waschmaschine, alles wird ja zu einem Werkzeug Gottes für sie. Das kann auch, ich sage es mal ganz klar, kompletter Irrsinn sein. Ja, das war schon das Schwierige in dem Entwickeln der Geschichte, dass ich sie ja auf der einen Seite nicht bloßstellen wollte als nur Spinnerin und Verrückte. Auf der anderen Seite habe ich ja nicht den missionarischen Eifer zu sagen, es gibt Gott hundertprozentig und der sagt das und das und tut das und das. Und das, und von diesem Gott wird diese Frau geleitet. Ich wollte den Film annehmbar machen für jeden, der sich darauf einlässt, ob das jetzt ein Atheist ist oder ein streng gläubiger Muslim oder ein Christ. Ich habe das Gefühl, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es ihn auch für die Atheisten. Das ist so meine Haltung. Sehr interessante Haltung, finde ich. Also es gibt verschiedene Zeichen, nicht? Es brennt ja, wenn man so will, der Dornbusch irgendwann auch mal. Also verschiedene Dinge geschehen ihr, die sie immer so interpretieren kann. Und was ich sehr schön entwickelt fand, war, es sind auch so verschiedene Phasen, so wie bei so einem dostojewskischen Gottessucher. Also da gibt es auch die Wut. Sie streitet auch, sie wehrt sich gegen die Berufung auch, die sie empfindet. Sie will die nicht annehmen. Also manchmal fast wie so eine Heiligenlegende, obwohl das alles ganz realistisch erzählt ist. Hatte ich so das Gefühl, du schickst sie durch verschiedene Phasen eben der Auseinandersetzung mit Gott? Das ist eine sehr schöne Beschreibung, weil es trifft den Punkt, dass die Begegnung mit Gott sie zu ihrer ganzen Lebensfähigkeit zurückbringt. Und die besteht nun mal aus allen Gefühlen, die der Mensch aufbringen kann. Und die im Grunde genommen auch bei ihr unter so einem Mittelmaß gedeckelt waren. In dem alltäglichen, einfachen, normalen, abgesicherten Leben. Und plötzlich verspürt sie wieder Verzweiflung, Glück, Sehnsucht, tiefen Schmerz und große Wut. Und all diese Gefühle, die passieren ihr und geben ihr aber umgekehrt wieder ein Gefühl, lebendig zu sein. Absolut.
Absolut. Wir müssen jetzt an der Stelle endlich mal das hohe Lied einer tollen Schauspielerin singen, nämlich Ulrike Beimbold. Ich glaube, die ist in Österreich sehr bekannt, auch durchs Fernsehen. Sie ist Burgschauspielerin übrigens auch. So eine pummelige Frau, die sich übrigens im Verlauf des Films auch so auflöst. Also anfangs ist sie ja noch, die Haare sitzen und so. Und dann, sie schminkt sich ordentlich. Und am Schluss ist sie wirklich so eine ganz naturgegebene Gestalt. Also sie spielt das wirklich hinreißend und hat sich offenbar mit dieser Figur sehr identifiziert. Ja, absolut. Also Ulrike hat, also was gerade, auch wenn das jetzt vielleicht sexistisch klingt, aber gerade für Frauen nicht so besonders leicht ist, wirklich auch noch extra zugenommen für diese Rolle. Und sie hat einen Mut zu einer sogenannten Hässlichkeit, finde ich ja überhaupt nicht hässlich, wenn man dann einfach gerötet von der Sonne ist, weil man sich lange im Freien aufhält und sich die Haare nun mal auflösen, wenn man sich nicht dauernd frisiert. Aber das spielt bei ihr überhaupt keine Rolle. Sie gibt sich bedingungslos dieser Rolle und diesem Spiel hin. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie durch die 22 Jahre, die sie am Burgtheater war und die hat mit 15 begonnen zu spielen, auch so eine unglaubliche Bandbreite hat, die, ich sage mal, auch in Österreich der großen Masse an Fernsehzuschauern kaum bekannt ist, weil sie da eher die komischen Charaktere gespielt hat oder auch durch so eine humoristische Wochensendung, Wochenfragesendung eher einem breiteren Publikum bekannt ist. Aber was diese Frau drauf hat, das sieht man spätestens in diesem Film, ja. In der Tat, auch wie sie die anderen Figuren so mitreißt. Also auch ihr Mann, der das anfangs natürlich alles sehr befremdlich findet. Ich glaube, er ist nachher nicht mehr ganz so gleichgültig. Die Dinge, die da geschehen, sind ja auch merkwürdig genug und sie strahlt ja irgendwann dann eben auch was aus. Also es ist übrigens kein Bekehrungsfilm, muss man auch nochmal sagen. Also man kann aus dem Film auch rausgehen und sagen, das ist alles Humbug, aber man freut sich, dass sie irgendwie begriffen hat, was Glück ist. Ist auch kein Uli Seidel-Film, der hat ja sowas auch gemacht. Über Glauben zu erzählen, ist das immer ein bisschen zynisch und sehr ironisch. Das ist bei dir alles sehr ernst genommen. Die Kamera ist manchmal auch ganz weit weg, manchmal im rechten Winkel schaut sie rauf. Wer schaut in diesem Augenblick auf uns? Tja, die Frage gebe ich an die Zuschauer weiter. Tatsächlich nicht, weil ich es mir leicht machen will, sondern die Empfindung, die ein Bild auslöst, die will ich nicht vorgeben. Ich will ein Bild nicht unter einen Untertitel stellen oder auch schon gar keine Überschrift machen. Bilder lösen sehr starke Dinge aus. Bei mir beginnt überhaupt ein Drehbuch mit einem Bild. Ich mache keine Filme über ein Thema, sondern über ein Bild, in dem sich in der Regel eine Person aufhält, die dann in der Regel die Hauptfigur wird von dem Film. Nicht unbedingt, aber meistens. Und insofern würde ich das auch gar nicht vorinterpretieren wollen. Eine Frage habe ich natürlich noch dazu, weil Marc Waschke ja hier ist und weiß, wie schwierig es manchmal ist, wenn Schauspieler Regie führen. Es gibt ja oft diesen Ehrgeiz, und du bist ja nicht der Einzige, der selber so Filme macht. Das kann, glaube ich, sehr anstrengend sein, auch für die Schauspieler. Das kann manchmal sehr überambitioniert sein. Manchmal spielt man auch vor, man weiß ja, wie das geht. Wie machst du das? Wie inszenierst du? Nein, also vorspielen tue ich nicht. Ich nehme so gute Schauspieler, ich will mich nicht lächerlich machen. Also das ist mal das eine. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ich probe sehr gern, intensiv, nicht allzu lang davor. Also ich stelle so die wesentlichen Schlüsselszenen durch, aber mehr eigentlich für die Schauspieler, damit sie einander kennenlernen können. Also gerade jetzt im Fall dieses Ehepaars, das ist doch ein sehr intensives, wenn auch manchmal aneinander vorbeileben, aber auch das passiert ja auch erst durch die Gewohnheit und durch die Bekanntheit. Und das ist für mich extrem wichtig und ich achte extrem auf Details, auf Kleinigkeiten im Tonfall und auch auf Vorsicht im Einsatz der Mittel. Ich bin ein extrem sparsamer, ökonomischer Mensch, auch in den Dialogen, bei Atmen noch viel extremer als hier, aber auch im Einsatz der Mittel. Die zweite Regiearbeit also ist jetzt zu sehen von Karl Markowitz, Superwelt, und hier noch zweimal. Morgen um 20 Uhr im Kubikse 9, das ist am Alexanderplatz, und am Sonntag Publikumstag um 11 Uhr im CineStar 8. Und ich hoffe sehr, dass Wir atmen, dieser Film, eben dann auch bei uns im Kino zu sehen sein wird. Ein Film über Gottessuche, Gottesnähe, vielleicht Gottesferne, das bleibt jedem überlassen, auf jeden Fall mit einer großartigen Hauptdarstellerin Ulrike Beimbold. Und was mich sehr gefreut hat, eine kleine Nebenrolle, wirklich ein paar Mal nur, sieht man eine musikalische Legende, also einen großartigen Mann, einen der besten Roma-Musiker überhaupt aller Zeiten. Harry Stoiker ist da nämlich zu sehen. Und den kennen wir ganz gut. Der war in Cottbus mal zu Gast und hat da wirklich beim Festival des osteuropäischen Films so unheimlich gerockt. Der hat ja auch so viele musikalische Häutungen gemacht. Kann gar nicht sagen, was er alles ausprobiert hat. Also der Mann trägt auch in dieser ganz kleinen Rolle sein ganzes Charisma in diesen Film hinein. Und wir wollen ihn jetzt eben auch hören. Also The Stoiker Empire, dunkelbunt, featuring Harry Stoiker mit The Cat Empire. Und dir ganz herzlichen Dank, Karl Markowitz. Danke. Danke. Dankeschön. Danke.